Ah, guck mal. Daraus können wir doch, das ist doch alles, was wir hierfür brauchen. So. Das Personendinget, was auch immer das ist, kann nicht ganz oben sein und auch nicht ganz unten. Es muss aber irgendwo in der Mitte sein, weil es taucht auf jeden Fall dreimal auf. Damit kann es eigentlich nur da sein. Das ist die einzige Option, die sinnvoll ist, oder? Macht da drunter Sinn? Könnte es da drunter sein? Nee, darunter könnte es nicht sein. Gut, dann wissen wir, nämlich darunter ist einmal Säure und einmal Explosion. Hier geht die Explosion hin, hier geht die Säure hin. Dann links davon ist Totenkopf und halbes Nudelholz, keine Ahnung. Und rechts davon sind, ich weiß gar nicht, was das alles ist. Also das ist Brandgefahr, das ist klar. Und was auch immer das ist. So, und der Rest ist die Explosion jetzt unter dem Feuer? Jo, das passt, okay. So, und dann haben wir Ausrufezeichen, Totenfischi und Blitz, alles klar. Ausrufezeichen, Blitz. Nice. Ah, die letzte Keycard, sweet. Ich würde schon gerne die Keycard einfach mitnehmen, danke. So, dann können wir hier aufmachen und brauchen hier, warte, was war's? 4132. Kreis mit der Flamme ist brandfördernd, okay. Im Vergleich zu Brandgefahr, ja. Okay, das ist ein Hinweis für das Dinget, alles klar. Da brauchen wir aber noch eine Schraubenmutter. Gut, behalte ich schon mal im Hinterkopf, dass das hier ist. Was haben wir hier? Das ist doch aber auch auf dem Ding gewesen, oder? Das ist doch der Safe. Die Ratschen haben alle so ein Plus in der Mitte. Vielleicht verbinden die einfach Zahlen miteinander. Ich glaube, da drüben war. Das wäre halt crazy, aber. Hier waren schon. Hier waren schon auch Zahlen drauf, ne? Ich glaube, die verbinden dann schon Zahlen. Oder das, was unter dem Plus ist, ist die wichtige Zahl, weiß ich noch nicht. Und das könnte dann jeweils der Button sein. Das ist hier nur eine dreistellige Kombination, ne? Eine vierstellige. Okay, spannend. Hat aber wohl auch noch was hiermit zu tun. Safe hat das auch was hiermit zu tun. Okay. Das sehe ich gerade noch nicht. Wir gucken erst noch mal weiter ein bisschen in den Raum. Wir können auch erstmal hier reingucken, hier waren wir nämlich noch gar nicht. Okay, so ein traurig abgepacktes Sandwich. Start Stunde und Minuten. Okay, wir werden halt irgendeine Kombination brauchen, die ich hier noch nicht habe. Ah, D7.
Die Frage ist, was ist das erste? Also D7 ist 5. Okay, wir brauchen halt 4 Hinweise. Also wir haben schon mal D7, C1. B6. D7, C1. Das ist 2, also wir sind bei 5, 2, 9. B6 kann nicht das erste oder das dritte sein, auf jeden Fall. Na, wobei theoretisch schon. So, wo ist das? Ah, hier, A8, daneben auf dem Apfel, okay. Okay, also wir haben A8, B6, C1 und D7. Aber die Frage ist, in welcher Reihenfolge? Von links nach rechts wäre es B, C, D, A. Tendenziell. Also fangen wir mit B6 an, machen 5. C1 ist 2. D7 ist 5. Haben wir 2x5 drin, echt? Na, das ist doch Unfug, oder? B6 ist eine 9. Aber wir können nicht, also theoretisch können wir nicht mit einer 9 anfangen. Dann 2. Dann D7 ist 5 und A8 ist 3. Okay, das ist es nicht. Dann müssen wir noch irgendwo die Reihenfolge rauskriegen. Warte mal, hatten wir nicht schon irgendwo eine ABCD-Reihenfolge? In irgendwas Bestimmtem? Hatte ich das nicht schon irgendwo gesehen? Super, dass man da ranzoomen kann. So viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es nicht, aber ich will es eigentlich nicht raten. Muss man in dem Spiel eigentlich auch nie. Steht unten noch irgendwas drauf? Nee. Okay. Wenn wir von niedrig zu hoch gehen, also quasi C1 wäre quasi mit 1 das erste. Wir könnten halt auch A, B, C, D ausprobieren, aber ich probiere es mal mit C1, weil 1 das erste ist. Macht halt gar keinen Sinn. Wahrscheinlich gehen wir wirklich A, B, C, D durch, oder? Wir probieren es mal A, B, C, D. Also das wäre A8. B6 ist 9. C1 ist 2. D7 ist 5. Auch nicht. Okay. Dann C1 wäre das niedrigste, das wäre eine 2, dann kommt B6, das ist die 9, dann kommt D7, das ist die 5 und A8 ist eine 3. Das ist auch falsch. Okay, also muss es schon noch irgendwo eindeutiger stehen, aber nicht zwangsläufig in diesem Raum. Hier geht erstaunlich wenig. Hier ist echt nur das Ding zum Angucken. Und dann der Safe. Da kann ich nicht hinlaufen. Diese unsichtbare Wand.
Okay. Ich würde mich wundern, wenn hier überhaupt nichts wäre. Stimmt, man könnte sich das auch. Also, vielen Dank für den Spoiler im Chat. Bitte nicht machen. Aber ja, es macht vollkommen Sinn, wenn es halt logisch einfach nach Stunden und Minuten geht, muss es halt einfach 23:59 sein. Anders geht's halt nicht. So, den Schlüssel brauchten wir wo? Noch einen weiter, ne? Ne, Moment, einen weiter geht gar nicht. Wo war denn? Jetzt vollkommen kirre. Schlüssel in die Mikrowelle legen ist auch keine gute Idee. Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Wo war denn das Kästchen, wo wir den Schlüssel brauchten? Muss doch gerade auch schon drauf geguckt haben und es einfach übersehen haben. War das doch in dem Raum? Ja, war so. Aber... Ach, hier hinten. Okay. Das geht da halt so komplett unter und man hat erst das Symbol, dass da was geht, relativ spät. Okay. Dübel. Okay. Dübel haben irgendwas hiermit zu tun. Grüne Dübel sind da unten eingefärbt. Okay. Da kommen die Dübel hin. Ciao, Paladin. Dir auch alles Gute. So, wie löse ich das jetzt? Das sind... Die Teile müssen nach hier, würde ich sagen, weil die sind einmal hier abgebildet und was sich da überschneidet, ist halt der Punkt. Das heißt, die roten kommen dann dahin, könnten auch hier hin, aber hier müssen, glaube ich, die Schrauben hin. Und die blauen unter... Also, warte mal. Ich glaube, ich übersehe hier gerade noch irgendeine Regelung, aber... Blaue Schrauben passt aber, dass die da sind. Rote Schrauben da passt auch. Was ist hier ganz rechts? Sind das die blauen Unterlegscheiben? Wir haben die roten Unterlegscheiben halt nirgendwo drauf, aber... Es passt so, okay. Musste ja dann auch das dann, was übrig bleibt. Okay, was haben wir jetzt davon, dass wir das gelöst haben? Ist das jetzt unser Hinweis für den Farbsafe drüben? Schon? Also wahrscheinlich schon teilweise, aber noch nicht komplett, oder? Oder?
Also die verbundenen Punkte war halt von hier nach hier, von hier nach hier und von hier nach hier. Aber was sagt mir das? Und hier fehlt auch immer noch ein Schraubenschlüssel. Also das ralle ich irgendwie noch nicht so ganz. Was mit der Hinweis, also es wird ja schon irgendwas mit dem Farbsafe dann zu tun haben. Aber wir brauchen ja auch eine vierstellige Kombination. Aber da brauchen wir eigentlich auch die Schlüssel für und da fehlt uns immer noch ein Schlüssel. Also vielleicht müssen wir doch erstmal woanders weitermachen. Die Frage ist gerade, können wir noch woanders weitermachen? Haben wir hier noch Baustellen? Eigentlich nicht, ne? Hier. Ist hier irgendwo ein Schraubenschlüssel drin? Ja, hier. C02. Okay, das ist halt schon ein bisschen stupid. Also, das ist halt... Also ja, ist okay. Ich wollte gerade sagen, das ist halt hart unlogisch. Niemand packt so ein Ding da rein. Auf der anderen Seite hat da halt auch niemand so ein komisches Panel, was Keycards ausspuckt. Also ist fürs Spiel schon okay. Okay, und die müssen wir jetzt so anordnen, dass es grundlegend geht, ja? Okay, und dann hätten wir hier auf jeden Fall... Also wir brauchen auf jeden Fall grün, rot, rot, grün ist auf jeden Fall das Richtige, was wir eingeben. Und jetzt ist die Frage, es ist auf jeden Fall 5, 8, 9, 9. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge. Das sehe ich an der Größe der Schlüssel, oder? Warte. Genau, das sehe ich hier. Oh Gott, okay. Es ist... Warte. Zuerst der, das ist 9. War doch zuerst der, oder? Scheiße. Gedächtnis wie ein Sieb, Alter. Geht gar nicht. Ja, war schon richtig. Zuerst der senkrechte große, okay. Also 9, 5, 8, 9 in grün, rot, rot, grün. 9, 5, 8, 9, hatte ich gesagt, ne? So. Beta Area. I've never been on the other side of that door. Läuft. Dann gucken wir mal in die Beta-Area. Schauen, was uns da erwartet. Bislang haben wir ja nur zur Hand gar nichts rausgefunden.
Okay. The aisle goes to the other side of the assembly line. I have to find out what's going on. Ich wette, es ist keine regular factory. Oh, okay. Nochmal mit Loading Screen, damit habe ich nicht gerechnet. What is this place? Doesn't look like a factory. Stimmt, sieht eher nach einem Labor aus. Oder irgendwas wirschen. Ich glaube, ich würde, bevor wir weitermachen, einfach weil das auch gerade so ein guter Punkt ist, einfach nochmal kurz 5 Minuten Pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.